Wieso bist du hier? Was denkst du? Donald? Ich denk nach. Was denkst du, Donald? Komm schon. Was empfindest du? Manchmal können wir sehr... Wie viel Uhr ist das? Mach dir keine Sorgen, wir haben jede Menge Zeit. Gehst du etwa? Ich muss mich jetzt verstrahlen lassen. Kranken kleinen Jungen. Und alle wollen, dass ich mich um sie kümmere, nicht wahr? Wo habe ich nur das Thermometer hingetan? Oh, oh. Da hat ja jemand all seine Haare verloren. Armes, kleines, trauriges, glatzköpfiges Jüngelchen. So lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Schaut mal. Oh, na, allzu gut siehst du nicht aus. So viele Arten zu sterben! So wenig Zeit! Jack ist früher angekommen. Er hat zwar noch einen Jetlag, aber er freut sich auf dich. Er kann es kaum erwarten. Ich habe dich in Mathe für die nächste höhere Klasse angemeldet. Mr. Duggan meint, du schaffst das locker. Und ich bin auch der Meinung. Zu Hause musst du gleich deine neue Schule voranbringen. Amerikanische Mädchen, Mann. Total ohne die ganze katholische Schuldgefühlsscheiße. Die sind gut drauf, verstehst du? Da will ich leben. Unbedingt, auf jeden Fall. Der beste Sex in meinem ganzen Leben. Was ist mit Joanna? Ja, sie ist nicht übel. Nein, ich meine, bist du noch mit ihr zusammen? Ja. Du mieser Hund. Ich habe gehört, neuerdings bringen die Bullen dich öfter nach Hause. Du musst damit aufhören. Du machst Mom unglücklich, Don. Sie schläft fast jeden Abend da ein. Mittlerweile ist sie Spezialistin für Krebs. Und weißt du schon, dass Dad jetzt an Gott glaubt? Das gibt's nicht. Doch, er schleicht sich zur Messe fast jeden Sonntag. Er will mal mit Gott eine Art Deal oder sowas aushandeln. Kann man ihm nicht übel nehmen. Wir sollten nun mal nicht vor unseren Eltern sterben. Entschuldige. Also diese eine Braut, ja? Sie ist 25, Ballerina. War den Sommer über da runtergezogen. Sie war haargenau so drauf wie wir. Du hast mir das Leben gerettet. Wie siehst du denn da drunter aus? Willst du mit mir schlafen? Oh, bitte! Bitte, mein Hübscher! Ist das der Hund? Nein. Du rauchst doch Gras. Nein, ich bin doch nicht blöd, Donald. Ich kann's doch riechen. Mach ich nicht. Was ist hier los? Mom, raus hier! Los, raus! Das ist mein Zimmer! Raus hier! Raus! Er ist sehr wütend. Wir haben Angst, dass er irgendwas Dummes anstellt. Oder sich was antut. Natürlich ist er wütend. Werden Sie das nicht auch? Die Sache ist die, in Dublin hat er alle durch, aber bei jedem Psychologen... Tatsache nicht bei jedem. Ist, er lässt niemanden an sich ran. Niemanden. Wir wissen nicht mehr weiter. Und er will nicht reden. Nicht mit mir. Auch nicht mit mir. Mit niemandem. Ich habe Ihr Buch über Kunsttherapie gelesen. Und ich denke, Sie könnten vielleicht eine Beziehung zu ihm aufbauen. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Er zeichnet und zeichnet. Ununterbrochen sitzt er in seinem Zimmer und zeichnet. Er ist ein guter Junge. Ah, da habe ich Sie. Shelley Fitzgerald. Sie sind für die 4C eingeladen. Ich heiße O'Reilly. Tut mir leid, hier steht Fitzgerald. Nein, auf den Namen höre ich nicht. War kein Stress, ich bin sowieso nicht lange hier.
bist der Held, der die ganzen Schlagzeilen abgreift. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Man nennt mich The Glove. Hm. Du kennst doch den Kreislauf des Lebens. Das hier ist der Kreislauf des Todes. Du weißt, wer ich bin. Psycho Nummer 6. Hast du Griechisch in der Schule? Nein. Das griechische Wort für Tod ist Thanatos. Ich bin Thanatologe. Dr. Tod. Manchmal kann ich Menschen helfen, die Angst vor dem Sterben haben. Ich habe keine Angst. Ausgezeichnet. Wollen Sie mich noch was anderes fragen? Naja, ich meine, fühlst du dich gut? Ich bin nur hier, weil meine Eltern total durchdrehen, das ist alles. Und wieso? Was denkst du? Mom sagt, ich kämpfe nicht genug gegen die Krankheit an. Stimmt das? Warum sollte ich? Ich gewinne doch sowieso nicht. Nein, kein Mensch gewinnt. Da hast du ganz recht. Immer gewinnt der Tod. Die Bilder da sind eine ziemliche Scheiße. Ja, deine Mutter sagt, du wärst sowas wie ein Künstler. Ja, aber mehr so Sachen, die in dieses Jahrhundert passen. Zum Beispiel? Das ist sicher nicht ihr Ding. Na egal. Ich werde dann jetzt mal wieder, also... Okay. Oh. Hast du vor, dich umzubringen? Was denkst du? Deine Eltern haben erzählt, du hättest es mal versucht. Ja, hab ich. Gut. Also machen wir lieber keinen neuen Termin. Hier stinkt's irgendwie nach alten Leuten. Was ist das? Probier's doch einfach. Es ist gut. Oh mein Gott, das ist ja total widerlich. Das ist Weizenglas. Das Weizenglas? Ja? Was ist das? Weißt du nicht? Oh Mann, ich bin total durch. Don, was ist mit deinen Augenbrauen? Hör auf, Mike. Geht's dir besser, Don? Jetzt geht's mir wieder gut, ja. Ich find's irgendwie krass. Die Augenbrauen, wie bei X-Men. Du kennst doch den Typen. Ach, der. Hi, Hugo. Hi, wie geht's? Sprechen oder nicht sprechen, das ist dir die Frage. Oder doch angemessener vielleicht, das ist das Dilemma. Jeder einzelne von uns muss sich dem aussetzen. Auch wenn wir fürchten, dass die Wahrheit schmerzt. Um noch ein weiteres Mal Professor Milton Eames zu zitieren und als Schlussfolgerung: Sei nur still, dann bleibt die Wahrheit stille auch bei dir. Sprich leise, wenn die Kraft dir fehlt. Doch sprich und überlass den Lügen, die da schweigen, nicht den Sieg. Sehr gut, Miss Fitzgerald. Ausgezeichnet. Überraschend intelligent. Ich heiße O'Reilly. Langsam gehen! Denken Sie dran, Sie haben Füße, keine Hufe. Cooler Essay.
Donald, ich will nicht drum herum reden. Das spart Zeit. Warum bist du hier? Als Beweis dafür, dass ich offiziell verrückt bin. Also müssen die Bullen mich in Ruhe lassen. Also ist es in deinem Interesse? Ja. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Ja. Und los geht's. Die Psychonummer. Willst du leben? Das Leben ist nichts anderes als eine Geschlechtskrankheit. Verbreitet von Menschen, die Sex haben. Und am Ende bringt sie dich um. Wer hat das gesagt? War das The Glove? Du bist wirklich, wirklich sehr talentiert. Sind die wahnsinnig geworden? Das sind meine! Die hatten kein Recht, in die zu gehen! Was würden Sie denn sagen, wenn jemand hierher käme und dann Ihr schwachsinniges Zeug durchwühlen würde? Möchtest du vielleicht was essen? Für einen Superhelden ist er ziemlich cool, oder? Aber wieso sagt denn hier irgendwas? Die Frauen sind verrückt nach ihm. Warum ist er dann ewig so deprimiert? Weil er keinen Schuss hinkriegt. Ja, aber die Frauen stehen doch Schlange bei ihm. Ich weiß, das ist ein absolutes Chaos. Wieso kann er keine Freundin haben? Weil er der Superheld ist, oder? Er muss doch andauernd Leute retten. Donald, was hast du gedacht, als du da oben auf der Brücke gestanden hast? Ich will doch nicht sterben wie eine alte Frau. Also das ist dein Plan. Auf der Brücke springen. Wie auch immer, eine Überdosis. Irgendwo runterspringen. Ich finde das nicht gut. Müssen Sie auch nicht, ist mein Leben, meine Entscheidung. Sie geht das nichts an. Ja, aber wenn ich es wäre, der dich dann findet. Ich meine, einen Mitmenschen, der auf der Straße liegt, tot. Zermatscht. Das würde lang dauern, bis ich das wieder aus dem Kopf hätte. Das wäre dann aber Ihr Problem. Ja, das wäre es, weiß Gott. Wieso malst du ihnen Schwänze? Was? Die Frauen in deinen Zeichnungen. Sollen die vielleicht so eine Art Teufelinnen sein? Nein, nein, das sind nur dumme Kritzeleien, sonst nichts. Stehst du auf so eine Art Frauen? Schlampen mit dicken Titten? Ich denke, ich gehe dann lieber nach Hause. Noch mal eine volle Dosis Chemie, bitte. Als ob mich in meinem wahren Leben noch mal jemand fragt, was ein Molekül ist. Und auf was stehst du sonst noch? Ich meine, außer zeichnen. Ich würde sagen, du schreibst gern. Ich finde, du bist so oft in Gedanken. Nein. Nein, eigentlich nicht. Also ich bin das glatte Gegenteil. Ich lasse immer alles gleich raus. Wen das stört, von mir aus, so bin ich eben. Was soll ich machen? Also dann, ich bin dann weg. Viel Spaß mit deinen Pornos. Das sind keine Pornos. Ich gehört, Ruhe bitte. Nehmen Sie bitte Ihre Hefte raus. Hör auf zu wackeln. Tu ich doch gar nicht. Aber jetzt mach schnell. Guten Morgen, Billy. Donald, kommst du bitte mit? Deine Eltern sind da. Dann bis dann, kranker Junge. Also, die Leukozytenzahl ist stabil. Das heißt, keine weitere Verschlechterung. Du freust dich sicher, Donald. Wir können endlich den Zugang entfernen. Das ist doch gut, oder? Ja, die Bestrahlung hat wirklich geholfen. Oh Gott. Aber das, wir machen immer weiter, ja? Wir kämpfen immer weiter. Jeff! Ja? Ich wollte noch danken. Ja. Hier, Jeff. Hol Pizza, DVDs und ein paar Bier. Ja. Nein, kein Bier, nein. Hol ein paar Bier. Es geht ihm besser, das muss gefeiert werden. Das reicht nicht. Wir bringen ihn noch um, Jungs. Mehr gibt's nicht. Danke. So, jetzt los. Also bis nachher. Du siehst gut aus. Danke und hör zu. Wirklich nur ein Bier für Donald. Ja. Okay. Sag mal, Joe, was studierst du denn am College? Englisch und Soziologie. Ach, mein Alter will, dass ich Jura mache, aber das... Das kann er voll knicken. Ich und ein 8-Stunden-Tag niemals. Ich geh gar nicht erst aufs College. Nehm dich da auch gar nicht. Quatsch. Ich hab nur keinen Bock. Ich nehm ja Auszeit. Mach frei.
Und was ist mit dir, Donald? Was willst du studieren? Thanatologie. Oh, ja. Cool. Alles klar, Leute? Jeff? Was, kommst du? Na, dann bis nachher, ja. Was soll das denn? Oh Mann, können wir zuschauen? Sind das Beine, Mann. Echter Hammer. Das kann man wohl sagen. Was ist Thanatologie? Ja, was ist Thanatologie? Wie kommst du da hin? Und? Mann, da muss definitiv ein Alkohol rein. Das ist eine üble Idee. Sehr gut. Weißt du schon das von Hugo? Er war drauf und drin. Was? Das heißt, er ist nicht mehr länger Jungfrau. Ja, ich weiß, was das bedeutet. Ist das wahr, Hugo? Was denn? Michael sagt, du warst drauf und drin? Stimmt, ja. Letztes Wochenende. Mit wem? Was denkst du denn? Sharon. Echt? Ja, war keine große Sache. Und wie war's so? Oh, die ist versaut, Mann. Die ist wild. Echt jetzt, die macht alles. Echt alles, die ist krass. Und was, ich meine, gib uns mehr Details. Von mir kriegst du keine Details, du Spinner. Wo bleiben die Drinks, Michael? Geh runter, geh runter, geh runter! Au! Das kannst du doch nicht machen! Du wolltest es doch, du Arsch! Du bescheuert! Gewartet. Wo warst du so lange? Lass es uns machen. Ja, und es geht dir besser. Okay? Er wurde für eine Woche suspendiert. Nur wenn ich noch so lange lebe. Sag sowas nicht. Wieso sagst du sowas? Dann gib mir Hausarrest. Es geht bergauf. Okay? Und du hast ein wirklich wichtiges Jahr vor dir. Du hast deine Examen und ich will deine Frankreichreise organisieren. Und das schaffe ich nicht. Du musst... Mann, schau mich an. Endlich zusammenreißen. Na los, zieh mich an. Die Sache ist ganz einfach die. Ich bin im Arsch. Ich werde doch wohl noch ein bisschen Spaß haben dürfen, bevor ich den Abgang mache. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Es sagt doch niemand, dass du keinen Spaß haben darfst, Junge. Niemand sagt das. Warum nicht? Bitte lass es. Gott, hör auf mit der Hollerei. Das ist ja der reinste Albtraum. Damit muss ich mich auch noch die ganze Zeit umschlagen. Es tut mir leid, Don, beruhige dich. Deswegen so aufregend. Mann, du machst mich ganz wahnsinnig. Don. Bitte geht raus. Don. Bitte geht alle beide raus. Dad, los, bring sie nach Hause, bitte. Hör doch auf mit diesem ganzen Scheiß. Zu Hause? Das lief ja super. Sie machen dich fertig, deine Mom und dein Dad. Sie tun es nicht mit Absicht, aber sie tun es. Kennst du das Gedicht? Nein. Die kriegen das nicht auf die Reihe, die verstehen es nicht. Das war doch bloß ein Graffiti. Wen interessiert das schon? Mir ist das doch scheißegal! War es das? Ist das... Etwa schon alles, was Donald auf Lager hat, mir Wut, hast du nicht? Warst du schon? Also wenn ich wütend werde, dann habe ich alles. Kurz und klein. Ich würde gerne mal sehen, wenn du wütend wirst. Ich meine richtig wütend. Na los, zeig's mir. Zeig mir, was du so kannst, Donald. Mach schon. Flammenden Zaun will ich sehen von Donald. Uah! Das war jämmerlich gleich nochmal. Komm schon, aber richtig. Mach schon,
Na los, mach schon. Du kannst das. So ungefähr. Wieso fehlst du so oft in der Schule? Krankenhaus und sowas. Praktische Ausrede, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja. Ich war letztes Jahr schon durch mit allen Klausuren. Hab meinen Abschluss. Da muss man sich echt nicht stressen. Und wieso wiederholst du dann? Weil ich durchgefallen bin. Und dann bin ich von der Schule geflogen. Nein, ist echt nett, aber ich mach das. Ich hab sowieso nichts anderes zu tun. Na dann. Ich hatte auch irgendwie keinen Bock auf das Ganze, verstehst du? Ich meine, wen soll der Scheiß interessieren? Der ganze Abi ist das absolut lächerlich. Ich weiß. Wie lange bist du eigentlich schon krank? Über ein Jahr. Nervt, oder? Ja. Was hattest du überhaupt für eine Haarfarbe? Was? Ich versuche mir vorzustellen, wie du vorher ausgesehen hast. Naja, sie waren dunkel. Und der Haarausfall, bleibt der? Nein, nur solange, wie ich in Behandlung bin. Ja. Ich find's gut. Ist so anders. Und wer ist der Typ mit dem Motorrad? Warum? Eifersüchtig? Hier. Trink. Ich will keinen Kartensaft. Da ist auch Orangensaft drin. Das ist gut. Wollt ihr auch? Cola. Light. Und Light für Joe. Bitte. Bitte. Hey. Hey. Hast du das Zeug hier gelesen? Deine Mom muss zum Seelenklempner. Sie denkt, du kommst aus der Nummer hier lebend raus. Oh, danke, Dr. King. Das war sehr professionell. Was? Willst du anfangen zu reden? Bla, bla, bla. Krebs, Krebs, bla, bla. Wenn du nicht arbeiten willst. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Fühlt sie wohl allein raus? Wer ist das? Das ist meine Frau, Sophie. Ich dachte, sie wären schwul. Wie kommst du denn darauf? Einfach so. Sollte keine Beleidigung sein. Und, ist sie auch Psychologin? Nein, sie ist tot. Ich war in deiner Schule. Ich hab dein Graffiti gesehen. Und wie fanden Sie es? Naja, ist nicht unbedingt mein Geschmack. Ich zeig dir mal was. Hier ist es.
Donald es ist. Das nennt man eine Pietà. Sehr bedeutsam in der bildenden Kunst. Also, die ist grauenvoll. Ich habe noch eine bessere hier irgendwo. Ich stehe nicht so auf den religiösen Kram, also... Ja, nein, ich auch nicht. Und warum? Dann Maria und Jesus, oder wer das sein soll? Na, weil ich das Gefühl habe, es geht um mehr als das. Ich habe es nicht geschafft, das richtig hinzukriegen, aber das Wesentliche, die Emotionen in ihrer Klarheit zu erfassen, mit nur wenigen Pinselstrichen, das kann nicht jeder. Dazu braucht man ein besonderes Talent. Und das hast du, Donald. Du hast das. Das meine ich ernst. Ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass dein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet. Der Motorradfahrer ist mein Bruder. Es ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irdischen abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Zwingt uns Freitag auf die Party? Stillzustehen. Lies weiter. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten... Wollen wir uns vorher treffen? Des Mächtigen Druck, des Stolzen, Misshandlungen... Ja. Ruhe bitte, Miss Fitzgerald. Ich heiße O'Reilly. Verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub. Hi. Wie war die Schule? Ganz gut eigentlich. Ja? Ja, was ist das? Ah, Schokoladenkuchen. Willst du mal? Ja. Das ist kein Schokoladenkuchen. Doch, ist es. Na gut, ist es Johannesbrot, aber das ist dasselbe, glaube ich. Das ist nicht dasselbe. Nein. Etwas mehr Zucker. Ich tue mehr Zucker rein. Ich tue einfach mehr Zucker rein. Es wird alles gut, Mom. Es wird alles gut. Okay. Na komm, genug gemeint. Ist heute Dienstag? Nein. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ein bisschen chillen? Chill. Hier bin ich mit Sophie mal hergekommen. Wir haben ja zum ersten Mal geküsst. Gibt's nicht. Doch. Genau hier. Das wissen Sie noch. Was denkst du denn, du Rotzlöffel? Das ist wirklich ein einschneidender Moment für mich gewesen. Ist ziemlich schwer zu beschreiben. Ist so. Es ist, als würden all deine. Du erlebst einen unglaublichen, ganz extremen Moment. Deine ganzen Sinne überschlagen sich und dein Herz klopft wie wahnsinnig. Und die ganze Aufregung. Ich hab Schiss davor. Ich meine, ich bin noch nie mit einem Mädchen zusammen gewesen. Was muss man denn da machen? Ja, man kann gar nichts machen, das ist es eben. Deswegen ist es so aufregend. Du solltest nur deine Augen zumachen und dich darauf einlassen. Wie heißt sie denn? Shelley. Aha. Na, erzähl doch mal, wie ist es? Sie ist cool. Ja? Ja, sie ist gut. Sie ist nicht wie die anderen. Echt nicht.
was du neulich davon erzählt hast, dass du auf den Gleisen standst und der Zug auf dich zukam. Was hast du denn empfunden? Keine Ahnung, Adrian. Ich bin eben ein bisschen verrückt, das ist alles. Nein, das bist du nicht. Ich hab gedacht, ich hätte endlich die Kontrolle über etwas. Einmal wenigstens. Und vielleicht gewinnt der Tod ja wirklich. Aber ich könnte wenigstens entscheiden, wann. Was hält mich mit ihrem Boot vor? Ich meine, da steht er so in ihrem Garten rum. Sie sollten es wieder herrichten. If I talk real slowly, if I try real hard, hi, to make my point, dear, that you have my heart, here I go. I'll tell you what you already know. Here I go. I'll tell you what you already know. If you love me with all of your heart, if you love me, I'll make you a star in my universe. You'll never have to go to work. You'll spend every day shining your light my way. Bist du versichert? Nein. Hast du einen Führerschein? Nein. Noch mehr Fragen? Nein. If I talk real slowly, if I hold your hand, you look real closely. Ausblick. With all that you are, if you love me, I'll make you a star in my universe. You'll never have to go to work. You spend every day shining your light my way. Wie ist das mit deinem Namen? Ich meine, heißt du jetzt O'Reilly oder Fitzgerald? O'Reilly. Und was hat das mit Fitzgerald auf sich? Das ist der Name von dem Scheißkerl, der mal mein Vater war. Meine armselige Mutter will, dass er weiter so heißen, obwohl er uns sitzen gelassen hat. Oh. Scheiße. Ja, wenigstens herrscht jetzt wieder Ruhe. Die ewige Streiterei war schon ätzend. Siehst du ihn oft? Nein. Ich komme nicht so gut klar mit seiner Freundin. Und die kriegen bald noch ein Baby, also... Ich schwör's dir, in der Sekunde, in der ich 18 bin, bin ich weg. Mich siehst du hier nicht wieder. Und wo gehst du hin? Ach, New York, Paris. Und was machst du da? Keine Ahnung. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich kann. Aber du bist die Intelligenteste der ganzen Klasse. Wen interessiert denn, was in der Schule ist? Ich rede von sowas wie einem richtigen Talent. So wie bei deinen Zeichnungen, Donald. Die sind brillant. Ich würde alles geben für ein solches Talent. Ich würde gern was richtig gut können. Du bist doch toll. Worin? In allem. Du. Du hast zu allem eine eigene Meinung und. Das ist kein Talent. Na, neulich in Englisch, als du da den Aufsatz über Hamlet aus dem Ärmel geschüttelt hast. Das war nur heiße Luft. Ach, so ein Quatsch. Das war's nicht. Das war brillant. Das war genial. Niemand außer dir hätte das geschafft. Echt jetzt, du könntest bestimmt Schriftstellerin werden.
Michael, sei ruhig. Du denn ganz völlig allein und hast uns kein Wort gesagt. Das ist ja alles das Video. Video. Ja, komm, was soll der Scheiß? Was zeigst du denn da? Was soll das werden? Zu viel versprochen. Was ist jetzt? Und? Was sagst du? Wow. Zeig uns, was du hast. Auf sie. Weiter. Auf sie. Wir wollen mehr sehen. Ja, Wahnsinn. Wow. Sie, das bin ich auch. So ganz privat. Ich hab gewusst, dass sie gestört ist. Ich wusste, dass sie gestört ist. Abgefahren. Mann. Jetzt mal echt klar, deine Freundin ist verrückt. Das ist versorgt. Das ist nicht meine Freundin. Ich kenne die doch fast gar nicht. Das ist ja mal richtig nice. Shelly, warte doch. Warte. Schon okay. Nein, fahr nicht. Ich will noch mit dir reden, bitte. Wozu? Du bist doch nicht mein Freund. Scheiße. Die ganze Scheiße versaut. Ich hab's versaut. Kommst du mit mir rein? Nein! Ich will nicht mit Ihnen rein. Das war meine einzige Chance auf Liebe. Meine einzige Chance auf sowas wie eine Beziehung. Und ich hab's... Erzähl mir, was passiert ist. Wozu? Damit Sie da sitzen und mich analysieren und mir erzählen, was ich wirklich meine? Nein, ich hab keinen Bock mehr auf Reden. Ich hab die Schnauze voll von der ganzen Therapie-Scheiß, okay? Ich bin durch damit. Fertig. Aus. Womit hat sie dich so aufgeregt? Sind doch alle Scheißschlampen, alle! Nein, nein, lassen Sie mich nur ja in Ruhe! Lassen Sie das, Sie müssen nicht mehr so tun, als wären Sie mein Freund, okay? Hör mal, ich tue nicht so, ich bin dein Freund. Soll ich deine Eltern anrufen? Keine Bange, sie bekommen schon ihr Geld. Wieso sagst du das? Halt die schlechten Salafo, verdammt nochmal! Es ist unhöflich, Leute anzustarren. Wie alt bist du? Genauso alt wie du. Ich bin 6. Ich bin 32. Stimmt ja gar nicht. Und wie heißt du? Maya. Und wie heißt du? Ich heiße auch Maya. Genau wie ich. Ihr seid doch Männer. In Wahrheit heiße ich Billy. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Tänzerin. Wow. Und ich werde mal ein Prinz. Wie ist dein richtiger Name? Ich werde mal ein Superheld. Wirst du nicht. Nicht mehr gesehen. Du hast doch nicht gedacht, wir wären schon fertig, oder? Ich bin die Waterlau so leid. So jung und schon so reif. Das ist alles gut. Das ist alles gut, mein Sohn. Das ist alles gut. Mach, dass es vergeht, dein... Wo ist dein Gras? Was? Dein Gras. Wo hast du's? Ich rauch kein Gras. Na, besser, Bruder Herz? Viel besser, danke. Hey, gib noch mal her. Ist das cool. Du weißt, dass ich das bloß erlaube, weil die Angst davon ein bisschen weggeht. Aber klar doch. Also, wenn deine Mutter fragt, weißt du, was du sagst? Klar. Du fällst mir also nicht in den Rücken.
dass ihr hier bei mir seid, Leute. Das ist toll. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir gestartet. Ja. Sehr schön. Wunderschön. Jetzt ist alles mal so ein bisschen nach links gerückt. Du bist für mich immer ein ganz unglaublicher Sohn gewesen. Du hast mir so viel gegeben. So viel. Und du wirst es nie erfahren. Du bist fantastisch. Fantastisch. Und ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, mein Sohn. Danke, Dad. Jeff. Ja? Ich glaube, er hat mit mir geredet. Er stirbt. Donald stirbt. Krieg das endlich in deinen Kopf. Aber noch lebt er, oder nicht? Doch. Es war ein Joint. Und wir haben geredet. Ich mach das nicht mehr mit. Ich hat mit mir geredet. Du bringst ihn jetzt ins Krankenhaus. To the wall, halfway out of the door, stay till I'm sure. And I'll order you another one with raisins in and cherries on, so we won't have to talk anymore. So we won't have to talk anymore. From a girl with one eye on the skyline, counting peaks and towers. But I keep seeing sorrow flying, wishing it away, till I don't know what to say anymore, till I don't know what to say anymore. To the boy on the end of my arm, come meet me somewhere halfway, 'cause I heard everything that you had to say, but now I can't play anymore, but now I can't play anymore, but now. Die Therapie heute war sehr intensiv. Darf ich Sie bitten, nicht allzu lang zu bleiben? Hi, Don. Ich habe das Bild hier gefunden. Ich weiß, du hast es mir nicht offiziell oder so geschenkt, aber ich finde es echt gut. Ich dachte, du könntest es für mich signieren. Oder so. Ich kann ja in anderen Tag wiederkommen. Also das da neulich auf der Party, das war beknackt. Das ist Ewigkeiten her. Und ich war total übel drauf damals. Also wenn du mal wieder chillen willst, wenn du wieder auf den Beinen bist, das wäre cool. Hat einer von euch Shelly gesehen? Shelly? Vergiss sie doch einfach. Hast du denn das mit Sharon gesagt? Wir haben Schluss gemacht. So ein Mist. Halb so wild. Schon vergessen. Da ist eine Party heute Abend. Wenn du Bock hast, dann... Wir sind doch gar nicht eingeladen. Ist doch völlig egal. Wir gehen dahin. Typen brauchen die immer.
fragen einfach mal in der Schule. Was denn? Donald stirbt nicht als Jungfrau, klar? Was meinst du? Eine Mitleidsnummer? Eine Nummer ist eine Nummer, Michael. Horner! Horner! Was ist? Du kennst doch Don. Wen? Donald Clark aus deinem Jahrgang. Ja. Findest du ihn gut? Was? Horner! Warte mal kurz! Wieso? Würdest du mit ihm vögeln wollen? Was? Würdest du mit ihm vögeln wollen? Ist das euer Ernst? Ja. Nein. Hugo, das ist eklig. Ja, schon gut. Logisch. Was habe ich dir gesagt? Ihr wollt mich doch verarschen. Nein, das ist voll die Realität. Ihr seid totale Spinner. Ja, gut. Wir haben dich schon verstanden. Spinner? Okay. Das ist ja regelrecht krank. Okay, okay. Schon in Ordnung. Und wenn wir dir Geld dafür geben, würdest du es dir dann überlegen? Nein! Ich weiß nicht so recht, Leute. Jetzt sind wir schon mal hier. Machst du keinen Sitz durch? Außer Feld. Also zum Beispiel die hier, die linke. Ein weißes Top am Deckel. Die ist scharf. Siehst du sie? Doch nicht mit dem Finger auf. Sie ist doch super. Okay. Jeff, frag sie. Warum ich? Du bist der Älteste. Mach schon. Der Älteste. Das ist wieder der Älteste. Das war doch unheimlich. Okay. Jetzt frag sie. Entschuldigt mal. Entschuldigt mal, bitte. Go. Hör auf, Hugo. Hi. Alles okay bei euch, Jungs? Ja, es geht uns gut. Vielen Dank. Nein, im Grunde gar nicht. Frag schon. Ja, er möchte. Er sucht nämlich. Doch gar nicht. Frag schon. Wie viel? Für alle drei. Du musst aber was hinblättern. Denk sie dir einfach als Ladies zu mieten. Und denk nicht an Mom und Dad. Such einfach eine aus. Ich weiß ehrlich nicht, Leute. Wir haben alles andere versucht. Und in der Schule, da wollte keine. Was wollte da keine? Habt ihr etwa rumgefragt, ob einer mit mir vögeln will? Nein. Ja. Ehrlich? Leise, Jungs, leise bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. Was jetzt? Nein. Such dir eine aus, Süßer. Da ist ja unser Held. Komm mal zurück. Ich bin Arsch. So, ich denkst du, wenn man eines kleine Schulmädchen war? Sei ein Mann.
Billy ist tot. Seine Eltern sind unterwegs. Okay. War das eine Nacht? War er in Panik? Nein. Entschuldigung. Das hier soll ich ihm geben von Donald. Danke. Chef hat uns von den New York Knicks erzählt. Vom Stadion, den Mädchen. Ja, ich weiß, er redet andauernd von Amerika. Hör mal, ist ja auch wirklich faszinierend da. Ja. Ich hab gedacht, wir könnten vielleicht rüberfliegen. Wenn dir danach ist, könnten wir uns ein Spiel ansehen. Ja. Ich hole uns mal Kaffee. Ja. Geht's ihm gut? Mach dir um uns keine Sorgen. Und ich mache ich mir keine Sorgen. Du bist zwar ein verrückter Kontrollfreak, aber du bist stark. Er aber nicht, glaube ich. Du musst dich vielleicht ein bisschen um ihn kümmern. Ich gehe jetzt mal was einkaufen. Brauchst du... Hast du irgendwelche Sonderwünsche? Und dieser geheimnisvolle Freund von Ihnen, wie heißt er denn? Sein Name ist Donald. Und er ist ein junger Mann. Ist er 18? Ja. Und Sie horchen nicht aus? Nein. ehrlich gesagt, ich glaube, das mache ich doch. Ja, das mache ich. Weil ich muss es einfach wissen. Adrian, Sie können beruhigt sein. Ich gehe absolut sensibel mit Donald um. Er ist nicht 18. Er wird nie 18 werden. In Wahrheit seine erste und seine letzte Erfahrung sein. Es wird also nicht, dass einer kommt, hörst du? Ich habe keine Klamotten für den Heimweg. Leg dich endlich ins Bett, Mann. Das ist doch bescheuert. Ich sehe lächerlich aus. Jetzt mach schon los, Mann. Es wird Zeit. Ich weiß gar nicht, was du willst. So, lass mal sehen. Los jetzt. Oh, hey, meine Haare. Haare? Ja, meine Mütze. Meine Mütze ist da drin. Okay. Warte. Was ist, wenn eine Schwester kommt, hä? Du musst nur ganz laut schnarchen. Die Limousine, Sir.
Danke. Schön, bitte sehr. Dann mal los. Es ist im zweiten Stock, Nummer 21. Hi. Du musst Donald sein. Komm doch rein. Ich mach mir gerade einen Gin Tonic. Was möchtest du? Ich hätte dann auch gern sowas. Eis? Ja. Oder eigentlich doch nicht. Kriege ich vielleicht eine Cola? Sicher. Mach's dir doch bequem. Setz dich, Donald. Kann ich Sie was fragen? Aber klar. Wie ist Sex denn so? So richtig, meine ich. Ich würde nämlich gern ein paar Sachen klären, bevor wir... Naja, wenn es die richtige Person ist, könntest du sagen, es ist eine Art Wettkampf, bei dem beide versuchen, den anderen gewinnen zu lassen. Waren Sie schon mal verliebt? Leider nicht. Aber wieso denn nicht? Ich meine, Sie sind doch wahnsinnig schön. Ja, viele Männer finden mich attraktiv. Aber das betrifft nur das Äußerliche. Jemanden zu lieben ist viel mehr. Ich hoffe, ich mache diese Erfahrung irgendwann. Adrian hat mir gesagt, du wärst ein fantastischer Künstler. Möchten Sie meine Zeichnungen sehen? Ja, das würde ich gern. Die sind großartig. Wow. Ich würde alles geben für ein solches Talent. Was haben Sie gerade gesagt? Ich würde alles geben für ein solches Talent. Oh, du wirst mir fehlen. Du bist so schwach. Selbst ein Kuss könnte dich töten. Jetzt bist du erledigt, mein Süßer! To the boy halfway out of the door, stay till I'm sure, and I'll order you another one with raisins in and cherries on, so we won't have to talk anymore, so we won't have to talk anymore. From a girl with one eye on the skyline, counting peaks and towers, but I keep seeing sorrow flying, wishing it away, till I don't know what to say anymore. But now we can't play anymore. Ich möchte, dass du mir etwas versprichst. Aber du musst deine Augen zumachen.
Also, jedes Mal, wenn jemand gemein zu dir ist, oder wenn du dich mal mies fühlst, oder wenn du einfach nur mal reden möchtest, dann möchte ich, dass du immer genau hierher kommst. Genau hierher, denn hier werde ich für immer und ewig sein. Und werde dir zuhören. If I talk real slowly, if I try real hard, make my point, dear, that you have my heart. Here I go. I'll tell you what you already know. Tell you what you already know.
spend it.